Es gibt nur wenige Orte in Köln, wo es sich wirklich lohnt, einen ganzen Abend zu verbringen. Das ist einer, und zwar der Stadtgarten im belgischen Viertel. Willkommen bei Nachtschwärmer. Ganz genau, willkommen. Nachtschwärmer. Der Stadtgarten, Venloer Ecke, Spichernstraße. Auf zwei Etagen hat man oft die Auswahl zwischen mehreren Konzerten. Vom Singer-Songwriter bis hin zu Balkan-Jazz. Das Haus zieht die Künstler magisch an. Kein Wunder, denn die Macher sind allesamt Musiker. Angefangen hat alles vor 25 Jahren. Es ist ja eine Institution, aber was ist für Sie der Spirit daran? Ich glaube, das Besondere ist, dass wir das Gründungsfieber, was wir damals hatten, so bis heute gerettet haben. Das war damals, wir waren alle Musiker. Und wollten ein Haus haben, wo wir unsere Sachen präsentieren. Also wo wir das, was wir so machen, dem Publikum zeigen. Und diesen Spirit haben wir versucht bis heute zu retten. Ich glaube, das ist uns gelungen. Ja, noch genau 30 Minuten bis zum Konzertbeginn. Und es ist ja nicht nur eins heute im Stadtgarten, sondern einige. Wir wollen mal gerade Backstage gehen. Das soll eigentlich sofort hier vorne sein. Guten Abend, hallo. Die Künstler immer geradeaus? Danke. Wenn Sie mal hier sind, bitten Sie den Chef um eine kleine Führung. Denn hier unten bereiten sich die Musiker auf den Auftritt vor. Einer davon ist Liedermacher Samuel Antes. Was werden wir von dir heute Abend hören? 4 Songs. So, von meinem Album Nachtschwärmer und ein paar neue Sachen, die ich noch... Wie heißt das Album? Nachtschwärmer. Weißt du, wie wir heißen? Nein, auch Nachtschwärmer. Ja, das ist ja geil. Und das ist nicht abgesprochen. Das ist unglaublich. Im Stadtgartenstudio 672 steht heute Lagerfeuer Deluxe auf dem Programm. Jeden zweiten Freitag treffen sich Liedermacher zu einem intimen Konzertabend. Eine kuschelig warme Atmosphäre in HD-Qualität. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Und wo geht es lang? Wo geht es lang? Kommt mein Gebet auch bei dir an. Schön warm, ne? Also mir gefällt besonders ja, die Atmosphäre. Es ist halt so wohnzimmermäßig ein bisschen mit dem Licht und dann mit dem Lagerfeuer davon auf dem Bildschirm. Ja, und natürlich die Leute, sehr angenehm. Sonst ist ja immer der Künstler steht auf der Bühne und man ist nur im Publikum und hier hat man das Gefühl, ein bisschen mehr auch mitnehmen zu können. Es ist kuschelig, ne? Es ist kuschelig und es macht wirklich viel Spaß und ist sehr romantisch. Wo ist der Weg? Und wo geht es lang? Wo geht es lang? Jetzt aber höchste Zeit, die Etage zu wechseln, denn nach oben erwartet uns ein musikalischer Leckerbissen. Zum Schwarz-Weiß-Klassiker Panzerkreuzer Potemkin spielt die New Yorker Jazz-Ikone Matt Dario Balkan Beat. Komm, Markus. So, der WDR schneidet das Konzert mit. Wollen wir mal schauen, ob die Kollegen noch wach sind? Dürfen wir mal ganz kurz stören bei euch? Alle noch wach? Ja, also ich finde es ganz gut. Ehrlich. Interessant, ja. Doch. Du bist eingeschlafen? Nein, ich bin noch nicht eingeschlafen. Noch nicht, ja. Wir finden es auch super. Wir gehen gleich mal wieder raus. Bis gleich, tschüss. Zurück zu Lagerfeuer Deluxe. Den Schlusspunkt setzt heute Abend das britische Duo Rue Royale. Ja, unser musikalischer Abend im Stadtgarten geht zu Ende. Wir schenken uns die Party um 23 Uhr, denn Christian hat Geburtstag. Und ich würde sagen, du gehst nach Hause zu deiner Frau und wir sagen Tschüss.